Happy Birthday to you. Voll cool. Jetzt hast du auch eine eigene Tasse. Ui. Okay. Ja. Hast du was drauf? Ja, hab ich. Traumhaftschön. Wir drehen uns bestimmt um, dass wir so spät klopfen. Was geht? Was geht ab dem Tapia? Wir müssen ein bisschen leise reden, denn heute ist der 24.1. wollte ich schon sagen, 24.09.2020. Morgen ist der 25. und morgen hat Jodie Geburtstag. Wie ihr im letzten Video gesehen habt, sind wir jetzt noch im Urlaub mit unseren Freunden Sia, Inessa und ihre kleine Tochter Zoe. Einen kleinen Family-Trip, ihr habt es ja im letzten Video gesehen. Und ja, wir wollen eine Kleinigkeit für Jodie vorbereiten, von der sie noch nichts weiß. Wir haben einiges eingekauft. Wir haben bestimmt eine Dreiviertelstunde gebraucht, ja, um Konfetti zu finden. Happy Birthday, Galande, Blumen, Kerzen. Kerzen, kleines Törtchen, ja, und so. Ja, alles am Start. Ja, also ich muss tatsächlich sogar noch ein Geschenk packen. Meine Mutter hat ein Geschenk für sie mitgegeben. Ich habe ein Geschenk auch schon gepackt. Und ihr Blumen, ich habe Blumen. Und ja, wir müssen jetzt einfach mal sehen, wie wir das Ganze organisieren. Ja, du kriegst sogar auch noch was. Ich auch? Also, ja, aber das weiß er noch nicht. Das weiß er noch nicht. Das weiß ich nicht. Nimm mal eine Schere mit, wir verpacken mal das Geschenk erstmal. Okay, let's go. Ich hab's. Genau, Tesafilm, perfekt. Nee, eine Schere haben wir, jetzt brauche ich noch Tesafilm. Hallo! Entschuldige, dass ich mich so spät melde. Habt ihr Tesafilm zufällig? Ich muss ein Geschenk verpacken, mir fehlt Tesafilm. Das war's, danke. Wir müssen erstmal die Geschenke verpacken. Und zwar haben wir hier nochmal diese Luftschlangen. Happy Birthday, Konfetti, Kerzen und hier sogar den hier. Die schönsten der Welt. Und hier, Rupert oder wie der heißt. Nein, das ist Olaf, Alter. Rudi ist auch ein großer Eiskönigin hier, Dingens. Ihr wisst schon, Fan. Ich bleib bei Rupert. Rupert, Olaf. Und jetzt heißt es erstmal einpacken, Alter. So Freunde, für uns heißt es jetzt, das alles reinschleppen und dann sehen wir uns morgen wieder, wenn wir den ganzen Kram vorbereiten. Also, bis morgen. Wunderschönen guten Morgen, Team Tapia. Wir haben jetzt gerade 8.30 Uhr, der 25.09. und Jodie schläft tief und fest. Juna war schon wach seit 7 Uhr. Ich habe sie rübergenommen, habe Jodie nochmal schlafen lassen. Und Juna liegt hier jetzt in dem Kinderzimmer. Wir haben ja hier so ein Kinderzimmer, die ist auch wieder müde. Und ich bereite den Kaffee vor, weil ich weiß, Jodie möchte auf jeden Fall einen Kaffee trinken. Und habe von drüben schon mal, beziehungsweise aus dem Auto, das erste Geschenk geholt und den Blumenstrauß, mit dem ich sie gleich erstmal überrasche. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, mein größter Schatz der Welt. Happy Birthday to you. Da sind ein paar Blumis und das erste Geschenk für dich. Danke. Alles Gute zum Geburtstag, mein wunderschöner Schatz. Reiß das einfach auf. Happy Birthday to you. Da ich wusste, dass du gerne andere Farbe noch hättest. Bist du verrückt? Hab ich nochmal mich drum. Bist du denn verrückt? Er ist komplett bekloppt. Oh mein Gott, wow. Die Farbe wolltest du doch, oder? Ja. Ja. Ich wusste das. Traumhaft. Schön, ne? Ich würde sagen, mach dich mal in Ruhe fertig. Du kriegst deinen Kaffee und dann gehen wir rüber. 20 Minuten später. So, ihr Süßen. Jetzt können wir rübergehen. Aber ich muss vor, du musst draußen warten und rufen wir dich rein. So, einiges ist hier schon vorbereitet und wir haben diesmal mal hier so einen Buffettisch aufgebaut, beziehungsweise ist die Wurst und der Käse hier oben, damit Zoe, die kleine Maus hier, die Tochter von unseren Freunden, sich das nicht gleich schnappt. Okay, Schatz. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy
Birthday, liebe Jodi. Happy Birthday to you. Schnell auspusten. Wünsch dir was. Komm, wir haben hier ein bisschen aufgedeckt. Sie, Nessa und Zoe haben geholfen. Es gibt heute Brunch und einen schönen Geburtstagstest. Sieht ja. Ich bin schon so hungrig. Ja, voll auch. Und jetzt kommt das große Geschenk auspacken. Und dann kannst du so lange das hier auspacken, mein Schatz. Das ist von uns auch nochmal, von uns allen. Okay. Elsa! Ein Olaf! Ich wusste, dass du nicht freust. Wie cool, ne? Voll cool! Jetzt hast du auch eine eigene Tasse. Ja, das ist geil, ne? Wie geil ist das bitte? Wie cool! Und Inessa und Zoe wollte ich schon sagen. Von Inessa und Zoe? Ja. Ich informiere sie auch. Ja. Ich habe gesagt, Inessa und Zoe haben das Frühstück gemacht. Ja? Ja. Das habt ihr gemacht. Oh, geil, das kann ich brauchen. Oder wir, ich glaube, das ist für uns. Ei. Das ist für dich. Vielen lieben Dank. Geil. Ja. Das ein Geschenk von mir nochmal und von Mama. Das kleine, das kleinere ist von Mama. Das musst du die Karte und das, genau. Von deiner Mama. Von meiner Mama, genau. Oh, jetzt haben wir wieder Schmuck gekauft. Großen halt. Sugar gelitten. Lies mal laut vor, damit meine Mama das sieht. Zum Geburtstag viel Glück und Liebe. Liebe Jodi, herzlichen Glückwunsch zum 25. Geburtstag. Psst, nicht so laut. Bleib gesund und geliebt. Deine Schwiegermutter. 25.09.2020. Nice. Das ist nur so ein Zertifikat oder so? Ja, nur so ein Zertifikat-Ding. Oh, wow. Schön. Eine Glückskugel. Ich glaube, das ist tatsächlich Swarovski oder so. Wow, die sieht echt schön aus. Mhm. Wahnsinn. Dankeschön. So, last but not least. Bevor der Akku leer geht. So, jetzt kommt, Schatz. Errätst du, was da drin ist? Weil ich habe gesagt, sie errät es niemals. Wow, du hast gesagt, du willst eine richtige Fitnessuhr haben. Eine schöne, die schön aussieht. Ja. Deswegen kriegst du neu, das ist eine ganz, die ganz neue sogar. Und bevor wir die Apple Watch jetzt gleich einrichten, hatten wir uns doch überlegt, ich weiß noch nicht genau, ob Sia und Inessa mitwollen, dass wir nochmal für ein paar Stunden in die Ostseetherme fahren. Ui! Okay. Ja? Hast du was drauf? Ja, hab ich. Ich freue mich. Toll! Happy Birthday! Danke! Ich habe eine Olaf-Tasse! 20 Minuten später. Der Aussicht hier am Timmendorfer Strand. Lässt man sich nicht lumpen, ne? Da lässt es sich Geburtstag feiern, bitte. Ja, das ist richtig schön hier. Da hinten ist die Therme, man kennt die eigentlich. Schreibt mal in die Kommentare, wer kennt die Ostsee-Therme. Das ist so, glaube ich, die bekannteste Therme im Norden. Und hier ist der Timmendorfer Strand. Zwei bis drei Stunden später. Ah, Freunde, war das schön. Drei Stunden in der Therme, ne? Ja, vor allem Juna, also sie liebt Planschen, das ist wirklich, also sie freut sich so sehr, da geht einem echt das Herz auf. Wir lieben es, wie sie schläft nach dem Planschen. Genau, demnach geht es für uns jetzt erstmal zurück und dann ja, nochmal ein abschließendes Geburtstagsessen. Wieder in unserem Apartment angekommen, gibt es jetzt erstmal hier Tierschau. Die ist echt schön. Hast du Angst oder was? Ich hab die Lippen so gemacht. So.
So, Jody hat sich jetzt nochmal abschließend zum Geburtstag Pizza gewünscht. Und tatsächlich haben wir einen richtig, richtig guten Laden gefunden. Hier aus dem Steinofen. Das sieht richtig lecker aus, ne? Mhm. Nach ihrer Zufriedenheit, Geburtstagskind? Ja, sehr. Sehr schön. Finde ich jetzt auch eine riesige Auswahl. Ich hab mir tatsächlich eine Gyros-Pizza gegönnt. Gyros, Pizzabrot, Tonno, Brokkoli, Zwiebel, Salami, alles dabei. Ich würde sagen, Freunde, guten Appetit. War schön der Tag? Ja. War schön? Ja. Ja, sehr schön, das freut mich. Schaut mal hier, was hier alles gibt. Wahnsinn, ne? Ich sag's euch, allein das war ein Kampf. Ich habe das Jody schon erzählt. Ich habe sie am Erscheinungstag gekauft, die neue Apple Watch SE. Die war ausverkauft und ich habe das über Vitamin B angerufen und was weiß ich. Die Tasche war auch ein extremer Kampf. Auf letzten Drücker noch hierher schicken lassen. Extra noch organisiert, dass sie jemand für mich kauft. Ja, wie die Männer halt so sind, aber am Ende hat es gelungen. Sogar die Vermieter hier von diesem Ferienhof haben hier sogar noch ein paar Blumen vorbeigebracht. Nein, die sind von Sie und Nessa. Sie und Nessa. Die Blümchen sind die. Vom Ferienhof. Ja. Und hier ein Säckchen. Hier ein Säckchen. Dann habe ich von der lieben Zoe ein Bild bekommen. Voll süß, sehr schön. Natürlich. Von meiner lieben Schwiegermama habe ich eine schöne Kette bekommen. Passend auch zu meinem Ring. Oh. Zu seinem Ring, wo Ring, der nicht existiert. Immer verflüchtigt hier. Ja. Gelö. Genau. Wunderschön. Und natürlich nicht zu vergessen, die Olaf-Tasse. Olaf-Tasse. Ja, mein Schatz, ich hoffe, der Tag war schön. Du hast Spaß gehabt. Wunderschön. Wir sind fix und fertig. Stimmt, ein Thermenbesuch war ja eigentlich auch noch ein Geschenk. Stimmt ja. Ja, in dem Sinne, meine Freunde, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß, ein Teil von diesem wunderschönen Tag zu sein. Und in dem Sinne sagen wir einfach mal auf Wiedersehen bis zum nächsten Video. Denn dann folgt bestimmt irgendwas mit Essen oder so. Wie immer. Also in dem Sinne, tippt ab, wir sehen uns bald wieder, wenn es wieder heißt Johnny, Judy, Juna. Macht's gut und bis zum nächsten Video.